Hallo, jetzt im letzten Video haben wir über das Plus diskutiert in Python. Es gibt ein ähnlicher Operator in Python, das ist das Mal. Ich lege mal erstmal ein paar Variablen. Nehmen wir an, R ist gleich 29, B ist gleich Hallo und C ist gleich 15. Okay. So, also A mal 15 mal C kriege ich dann eine Zahl, das ist Multiplikation. Was passiert, wenn ich B mal C mache? Probieren wir es mal aus. Dann kriege ich das Hallo 15 mal. Ja, in dem Fall, Multiplikation ist ähnlich wie Addition, also das Malzeichen hier variiert sich auch je nach Kontext. Ist der Kontext zwei Zahlen, werden diese zwei Zahlen multipliziert. Ist der Kontext Zahl und Text, wird der Text so oft an sich selber verkettet wie groß wie die Zahl. Also das heißt, Hallo mal 15 ergibt 15 Hallos. Ja? A mal B ergibt 29 Hallos. Ja? Multipliziert man Text mal Text, kriegt man eine Fehlermeldung. Ja, weil es hier keine Bedeutung ist. Okay? So, und da ist es also ziemlich ähnlich zu Addition, nur halt in dem Fall kann man Texte und Texte oder Texte miteinander nicht multiplizieren, weil es bedeutet ja gar nicht. Okay? Ein weiterer Operator ist das Doppelmal, also das heißt, da heißt es hoch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mache A doppel C, das heißt A hoch C, also das heißt 29 hoch 15, da müssen wir eine Riesenzahl kriegen, jawohl. Dann haben wir die Division, ist A durch C zum Beispiel. Und dann kriege ich so etwas. Jetzt hier muss man ganz arg aufpassen. A und C sind Ganzzahlen, sogenannte Integer. Ja, Ganzzahlen. Während die Zahl hier ist eine Festkommazahl. Okay, machen wir es mal besser. Machen wir mal eine vierte Variable, die nennen wir mal D ist gleich A durch C. Okay? Und D ist in dem Fall dieses Resultat. Jetzt A und C sind Ganzzahlen. D ist eine sogenannte Float, eine Kommazahl. Ja? Und was passiert, wenn ich jetzt a plus d addiere, beziehungsweise multipliziere oder was immer? Hier wandelt Python automatisch die Zahl zu der jedes zu dem komplexesten Typ. Also das heißt, in dem Fall addiere ich 29 und diese 1,933. Der Float oder die Kommazahl ist immer komplexer als eine Ganzzahl und deswegen wird die a zu einer Float umgewandelt und deswegen das Resultat wird ein Float. Ja? Und Floats zum Beispiel verbrauchen auch mehr Speicherplatz als normale Ganzzahlen. Und von daher ist es so, man muss immer aufpassen, dass die Zahlen werden umgewandelt zu dem höchsten Nenner. Höchsten Nenner meine ich nicht von der Zahl, aber von der Komplexität. Also ein Float ist komplexer als eine Ganzzahl. Deswegen werden bei Addition oder Division oder Multiplikation oder was immer, werden die Zahlen zum höchsten. Ist der höchste ein Float, werden alle zu Floats umgewandelt und so weiter. Sind das alles Ganzzahlen? Okay, dann bleiben die alle Ganzzahlen. Okay? So, jetzt, wie ist es? Ich will jetzt Ganzzahlen haben. Das heißt, ich kann hier, wenn ich jetzt die D umwandle in ein Int, ist genauso wie vorher, wie in dem letzten Video, Int, D, Klammer zu, und dann sieht man, die Funktion int schneidet alles, was nach dem oder schmeißt alles nach dem Komma weg. Ja, das heißt, hier eigentlich 1,933 ist viel näher zu 2 als 1, aber trotzdem die Funktion int schneidet alles, was hinter dem Komma ist, und von daher habe ich dann nur die 1 übrig. Ja, und deswegen, wenn ich jetzt Ganzzahlen haben will und ich will keine Floats, dann muss ich auch wieder hier, wie in dem vorigen Video, haben wir Strings zu ints umgewandelt. Hier auch muss ich dann diese D in ein Int umwandeln und das heißt A plus Int D. Und dann kriege ich dann 30, weil Int D heißt nicht 2, sondern 1. Ja? Auf solche Sachen muss man aufpassen. So, und dann kommen wir zu einem letzten Operator, den wir haben. Das ist der Modulus. Und der Modulus ist so, dass wenn ich jetzt mache 29 Modulus sorry, nicht 29, sondern wir haben hier die Variable a modulus c. Ich muss mal hier sauber schreiben. a modulus c, was ergibt das? Der Modulus ergibt
was übrig bleibt von der Division. Das heißt, 29 geteilt durch 15, die 15 passt in der 29 einmal und übrig bleibt 14. Ja, und das ist, was der Modulus herliefert. Okay? Auch wenn ich jetzt zum Beispiel 17 Modulus 3 mache, in dem Fall, wie oft passt die 3 in der 17? 5 mal, ergibt 15 und 2 bleibt übrig. Und das ist, was die Modulus liefert. Okay? So, und das sind so die Operatoren, die wir jetzt so in Python haben. Also, wie gesagt, nicht vergessen, also Plus und Mal variieren sich je nach Kontext. Ob man, und das, der Kontext heißt hier, was habe ich hier? Habe ich nur Zahlen? Habe ich Zahlen und Texte? Habe ich nur Texte? Ja, diese zwei Operatoren variieren sich je nach Kontext. Und jetzt komme ich zu noch eine andere Sache. Und zwar, ich mache mal hier neue Variablen. Nehmen wir an, AA ist gleich 13, BB ist gleich 25, CC ist gleich 34, DD ist gleich 49 und EE ist gleich 56. Ja, habe ich hier, EE ist gleich 56. Okay, so, jetzt machen wir mal sowas. AA plus BB mal CC geteilt durch DD plus EE. Ja, und was kommt da raus? Egal, kommt irgendwas raus. Jetzt hier ist eine Frage, was passiert zuerst? Wird zuerst addiert und dann multipliziert oder erst multipliziert und dann addiert etc.? Es gibt solche Regeln in Mathematik, was zuerst kommt. Aber ehrlich gesagt, ich habe die so oft gelesen, ich habe sie immer vergessen. Deswegen meine Empfehlung ist, dass man das anders, macht. Und zwar, ich mache mal das Fenster ein bisschen hoch, so, dass man das anders macht. Und zwar, man muss selber fixieren, was will ich zuerst haben. Also zum Beispiel, ich will jetzt zuerst BB mal CC. Also ich tue mal erstmal das Kopieren. Kopieren kann man ganz locker, also man markiert das und dann Steuerung C und dann einfach hier mit Steuerung V einfügen. So, ich will zuerst die Multiplikation machen, also mache ich um das, was ich zuerst haben will, eine Klammer, so, jetzt passiert das zuerst, dann will ich die Addition, also hier, so, dann wäre das dann hier in Klammer, so, so, und das heißt, die Division betrifft den ganzen Block hier, okay, und dann, das soll die Division zuerst passieren und dann wird addiert zu EE. Das heißt, man sieht hier, durch meine Klammern kann ich die Blöcke festlegen. Ja? Das ist ein Block, der findet statt, dann ist der zweite Block hier und der dritte Block ist hier und dieser dritte Block wird dann zu EE addiert. Ja? Und so sieht man sieht da, man hat ein ganz anderes Resultat als vorher. Ja? Und deswegen ist immer wichtig hier, gerade bei komplexen Kalkulationen, dass man nicht sich auf diese mathematischen Regeln verlässt, die man vielleicht halbwegs vergessen hat, sondern man setzt sie lieber mit so Klammern. Es lässt sich auch viel leichter lesen als das da. Ja? Und viel leichter kann man sich das im Kopf auch gehen lassen, als wenn man das mit dem arbeitet. Okay, das war nur so ein kleiner Tipp, gerade wenn man so komplexe mathematische Formeln machen muss in Python oder in irgendeiner anderen Sprache. Jetzt in dem nächsten Video werden wir dann unsere erste simple Python-Anwendung erstellen mit Inputs und Outputs.